Hallo liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deiner Legung. Wie geht es beruflich und finanziell bei dir weiter? Ich habe hier wundervolle Orakelkarten und die werden wir mal befragen, weil die speziell für den Beruf und für eure Finanzen sind, ja? Dann habe ich des Weiteren hier hinten, ich muss die mal ein bisschen weiter vorholen, damit ihr die besser sehen könnt, habe ich einmal wieder das Tarot, was ich mit befragen werde, damit wir uns die Situation angucken bei euch. Und ich habe hier berufliche Impulskarten, aber die kennt ihr schon und die werde ich auch wieder mit hier in dieser Legung verwenden. Die Art dieser Legung mache ich das erste Mal. Ich würde gerne wissen, ob ihr diese Legung gut findet, ob ihr diese Legung weiterhin haben möchtet. Das ist jetzt mal so eine Versuchsreihe, wie ihr impulsmäßig damit in Resonanz geht oder wie ihr diese Tendenzen findet. Sie sind kurz, knackig, knapp und präzise. Ich denke, das ist wichtig. Wenn ihr mit dieser Legung nicht in Resonanz geht, schaut ihr euch bitte gerne Mond, Venus oder Aszendentzeichen an oder eine große intensive Legung könnt ihr euch auch bei mir persönlich buchen. Alles kein Problem. Die Karten und auch wie ihr mich erreichen könnt, stehen unten in der Infobox. Da schaut da bitte gerne einmal rein. Und wir starten jetzt los. Ich mische die nochmal ganz kurz durch hier. Und dann beginnen wir gleich mit eurer Legung. So, meine Lieben, und los geht's. Jawohl, da haben wir schon die erste. Die dritte, na jetzt kommen sie aber. Und eine möchte ich gerne noch für euch. So, meine Lieben, dann gucken wir mal gemeinsam, um was es hier bei euch geht. Also, wir haben die Karte Arbeiter, Arbeiterin. Dann Wohnort fern. Okay, also es könnte sein, dass ihr hier in einem Angestelltenverhältnis als Arbeiter, als Arbeiterin arbeitet und ihr arbeitet aber Wohnort fern. Also das heißt zum Beispiel, dass ihr nur am Wochenende oder alle Vierteljahre mal zu Hause seid. Dann haben wir hier den juristischen Beruf. Okay, und die Gehaltserhöhung. Das ist ja crazy. Das ist eine Legung, die wird für ganz wenige sein, weil wir beziehen es ja als eine Legung. Das heißt, es sind nicht zwei verschiedene Personen. Ja, das heißt, hier ist es so, dass ihr hier in einem angestellten Arbeiterverhältnis seid und fern vom Wohnort arbeitet. Ja. Es könnte aber auch hier sein, dass ihr sagt, ihr möchtet gerne euer Berufsbild verändern und gerne in einem juristischen Beruf arbeiten, dazu alles in die Wege leitet, was ihr möchtet, um dann nachher mehr Geld zu verdienen, wie ihr jetzt verdient. Das ist verrückt, aber es ist möglich. Und es gibt einige Menschen, und ich kenne solche Menschen, die wirklich, ich bin übrigens eine von vielen, die auch so ist. Die, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, egal was sie haben, einen Cut machen, weil sie sagen, bis dahin bin ich dankbar für das, was ich leben durfte. Ich möchte jetzt aber mehr zu Hause sein. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendwas überlegen, wo ich sozusagen ein Berufsbild mir erschaffe, neu lerne, wo ich sozusagen ein komplett anderes Dasein habe. Das ist möglich. Um dann aber eine Gehaltserhöhung zu leben, da wo ich mehr Geld bekomme. Ja, wie das, was ich hier lebe. Und das ist genau das, Jungfrau, was wir uns jetzt hier angucken werden. Ja. Und das ist genau deine Energie. Guckt mal, meine Lieben, wir haben hier Königin der Münzen. Königin der Münzen ist sozusagen die weibliche Form, die passive Form. Ja, Münzenergie ist eine sehr langsame Energie, aber eine sehr bodenständige Energie. Und das ist die Energie, die sozusagen dazu führt,
dass du deine Energie, dass du hier schon mit dem Gedanken einhergehst, ja, du kennst deinen Wert und du weißt auch, du fühlst hier irgendeinen Konflikt schon. Du siehst dich letztendlich eher hier, weil das wäre auch deine Energie hier, ja? Aber nicht das. Und das ist so eine Situation, naja, meine Eltern haben mir gesagt, ich muss hier einen guten Schulabschluss machen, oder ich muss hier einen Schulabschluss machen, ich muss hier einen Beruf lernen, auch wenn ich den nicht will, aber es ist egal. In dem Moment war es halt erstmal gut, aber du möchtest letztendlich was anderes machen. Und das ist das, um was es hier geht. Also das, was du hier lebst, ist nicht dein Wunschberuf, sondern das, weil es so sein soll und so sein muss. Aber das ist das, was du möchtest. Und das ist genau der Unterschied, um den es hier geht. Ja? Und da machst du dir ganz tolle Gedanken drüber. Ja? Also das ist nicht dein Herzberuf, das ist nicht deine Berufung. Ja? Hier ziehst du dich zurück. Ja? Wir haben hier viel der Schwerter. Das ist aber nicht, weil du dich zurückziehen möchtest, sondern du wirst dich zurückziehen müssen. Ja? Weil du sie sagst, ich bin es mir aber nicht wert, hier zu malochen und zu malochen und zu malochen, fern von der Familie, weit weg zu sein und wie auch immer. Du möchtest was anderes. Und das ist genau das, was hier bei dir hochkommt. Du möchtest gerne erfolgreich in deinem Beruf sein. Du möchtest nicht Nummer 365.198 sein, sondern du möchtest die eine Person sein, die einfach ihren Job macht, die einfach auch in ihrer Lebensaufgabe aufgeht, ja, und dann dementsprechend auch honoriert wird. Und das ist dein Ziel hier, Jungfrau. Das ist zu viel. So. Ja, wir haben hier viele Kelche. Du bist hier sehr, sehr verkopft. Also diese Situation, die aktuelle berufliche Situation, ja, die belastet dich sehr. Und du bist hier so im Kopf, weil du nicht deiner Lebensaufgabe nachkommst, dass du nicht mal mehr mitkriegst, dass man dir hier ein Angebot macht. Ja, also schau mal bitte in der nächsten Zeit, was du für Impulse bekommst, welche Menschen hier auf dich zukommen, wer dir hier ein Angebot macht, weil du gesagt hast, ach Mensch, ich bin immer weg und ich würde gern mehr zu Hause sein, mehr bei meinen Freunden sein. Ich möchte hier einfach mehr in meinem Umfeld sein, da wo ich herkomme. Und schau mal, wer dir hier ein Angebot macht, aber du es nicht mitkriegst, weil du in dieser Situation, ich nenne mal toxischen Situation, gefangen bist und nicht weißt, wie du hier wirklich rauskommst. Ja, auch da kann ich dir sehr, sehr gerne weiterhelfen mit einer persönlichen Legung. Entscheide gerne, wenn du möchtest. Ich helfe dir gerne, okay? So, also achte mal bitte darauf, wer dir hier ein Angebot macht, dass du hier einen Berufswechsel, einen Jobwechsel machen kannst. Die beiden Karten sind rausgefallen, dann sollen es die sein. Die nehmen wir jetzt tatsächlich mit. So, was haben wir hier? Ja, das, was du hier tust, ja, in dem Bereich, das ist hier nicht ausgewogen. Justice ist auch die Gerechtigkeit. Du möchtest gerne einen Job haben, wo du durch deine Arbeit gerecht entlohnt wirst. Das ist hier aber nicht der Fall. Du bist hier nicht glücklich. Das ist Fakt. Und du möchtest gerne in Zukunft aber glücklich sein. Und du möchtest hier auch gerne, dass man dir das zahlt, für was du arbeitest, für was du da bist. Es geht hier wieder um die Wertschätzung. Die Wertschätzung deiner Arbeit. So, und hier haben wir die zwei der Stäbe. Das ist die Entscheidung treffen. Das ist noch nicht vorangehen, sondern erstmal gucken. Ja, ist dieser Job dann auch so, wie ich das gerne möchte? Ist die Bezahlung so, wie ich mir das vorstelle? Ist das dann so, wie ich es gerne haben möchte? Ja, sicherlich kann es hier sehr gut sein, dass du das ein oder andere an Abstriche machen musst. Aber solange du letztendlich hier den Ausgleich findest und einer Aufgabe nachgehen kannst, die du dir vorstellst, die auch in deinem Umfang ist, was du gerne tun möchtest, ja, die auch in deinem Wohnort, in deiner Wohnortnähe ist, wo du auch die Anerkennung bekommst. Na gut, da macht man natürlich auch gern den einen oder anderen Abstrich, keine Frage. Oder vielleicht möchtest du oder musst du hier noch was dazulernen, dass du eine neue Ausbildung machst oder wie auch immer. Das kann alles sein.
Aber das würdest du alles lieber in Angriff nehmen, Jungfrau, bevor du hier in dieser Situation verharrst. Weil das ist das, was du nicht möchtest. Du möchtest Veränderung. Du möchtest, dass man dich entlohnt nach deinem Wert. Und dazu gehört es hier, dass du eine Veränderung lebst und eine Veränderung ins Leben rufst. Ganz wichtig, okay? So, okay, liebe Jungfrau. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich werde jetzt noch mal eine Impulskarte im Übrigen ziehen. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Das wollen wir ja nicht. Oh, guck mal. So, ich hätte bitte gerne eine Impulskarte im Beruf, Berufung für die Jungfrau. Ja, Standhaftigkeit. Lassen Sie sich nicht verunsichern und gehen Sie Ihren Weg. Wow, Jungfrau, wenn du hier unglücklich bist, dann darfst du hier aus dem Zustand rausgehen, darfst in die Veränderung reingehen und darfst das leben, was du möchtest. Ja, wenn es, egal wie verrückt es ist, egal wie die Leute dich, was die Leute sagen, ist es egal. Fakt ist, dass du hier glücklich bist und dass du deinen Beruf lebst, wo du 30, 40, 50, 60 Jahre, wie auch immer, jeden Morgen aufstehst und zur Arbeit gehst. Weil du sollst glücklich sein. Und das ist auch von oben. Wir haben das Geburtsrecht, glücklich zu sein, Jungfrau. Und das ist genau das. Diese Veränderung darfst du hier angehen, damit du glücklich bist in dem, was du tust. Okay? In diesem Sinne, danke für euer Zuschauen, danke für eure Abos und Likes. Ich freue mich und wenn euch die Legung gefallen hat, gebt mir gerne, wie gesagt, Feedback, dann würde ich diese Legung öfter machen. In diesem Sinne, alles Liebe, macht's gut, eure Katrin. Ciao.